Are you ready, Steve? Andy? And let's go! Here we go! Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von The Legend of Zelda Skyward Sword. Wir sind hier unterwegs in der Wüste von Ranel mit Jens an meiner rechten Seite. Hallihallo! Und natürlich zu meiner Linken, neben unserem Nerd hier, der gute Christoph, der jetzt hier... Ja, genau. Der hier gerade irgendwie noch nicht so ganz weiß. Ja. Ach so! Oh, halt. Die nehmen wir natürlich noch mit hier. Das ist ja jetzt nett, dass wir nicht da unten durchfahren, sondern jetzt gleich da oben entlang. Ja, sonst wären wir ja auch gegen den... Ah, scheiße. Ja, deswegen frage ich mich jetzt gerade so, kann man da drauf irgendwie aussteigen? Ja, nee, man kann das ein bisschen geschickt machen. Also nur geschickt. Ach so, ah. Oh, da bist du. Da, oh, da. Das ist aber richtig schwierig. Ja, da ist aber auch mindestens ein Herzteil. Ja, oder warte mal, oder ist das noch, ach, das ist noch viel einfacher. Wir können ja auch einfach so machen. Jo. Ach, beim... Ja, wo ist das vielleicht ein bisschen kompliziert gerade. Huch, sorry. Das war jetzt der Wii-Controller gegen den Mikrofon. Entschuldigung. Ja, macht ja, das ist halt... So, aber wenigstens haben wir getroffen. Das ist doch auf Anhieb. Falls ihr aber jetzt nichts mehr versteht. Also... Es ist unwahrscheinlich. Ich glaube, dieses Mikrofon hat schon wesentlich härtere Arme. Also, wir haben endlich wieder ein Airmail verschickt. Per Express. Oder? Ha, nee, siehst du irgendwie? Das ist aber genau das, was du halt meinst. Ja, ja, genau, ja. Ne? So, und ich kann halt auch so machen. Ja, das meinte ich. Halt den Tipp dann relativ dummbar, dass du halt damit wirklich vor allem gut Rasen mähen kannst. Kabutz! Achte. Achte! Ich achte, ja. Boah! Das ist natürlich schon. Müssen wir nur die Reichweite ein bisschen erhöhen, dann geht die Post ab hier. Ja, bitte. Mit der Zeit. In der Ruhe liegt die Hoffnung. Zack! Juhu! Ich muss sagen, das ist ja schon irgendwo ein sehr nettes Feature. Ein Landschaftsgestalter. Ja, ja, genau. Landschaft liegt reizvoll, die Strecke, die wir hier nutzen. Ja, darf ich wenigstens mal aussteigen, Kollege? Um es dann innerhalb von 2 Sekunden zu beenden. Ja, tut mir leid. Dein Leiden. Ja, der hat echt gelitten, ey. Doch, komm, Jan, mal. Komm bei Fuß. Da ist noch rechts eins. Das sehe ich gerade. Dreh mich ja auch langsam. Ich dreh mich auch langsam. Nein! Fuck it. Nein! Ja komm, eins will ich wenigstens mitnehmen. Ach, gleich beim Fahren. In der Fahrt. So. Schwupp. Ja, einfach genau, mal. Einfach raushalten. Mal sehen, bis im Kescher landet. Genau. Macht man doch so, ne? Kommt. Wo ist das andere hin? Das ist quasi wie die Windschutzscheibe beim Auto auf der Autobahn. Ja. Butz! Jawoll! So. Ach Quatsch. Ah doch, 7 Stück haben wir inzwischen, das ist ja schon. Kann ich schon mal arbeiten. So, da wären wir. Also, wo auch immer wir jetzt genau wären, aber da wären wir. Da, ja, okay, da wären wir auch nur, wenn wir wüssten, wo wir wären. Also. Richtig, genau. Nein, das ist ja relativ offensichtlich, wo wir sind. Und wieder Selbstmordkommando. Boots! Face. Ah, den hätte ich mir auch bei Wind Waker in der einen oder anderen Situation gewünscht. Ey. Ich erinnere so an dieses Schalterding mit der Möwe, ja. Gegen die 4 Vögel.
Los! Die ganzen Möwen in der Luft zerpflückt. Hier, so sieht das nämlich aus. Die sind nämlich jetzt hier von hier oben gekommen praktisch. Und ah, okay. Da ist ein Steinberg, da wollen wir ja praktisch hin. Okay. Ja. Und hell, ich denke mal, weiß ist dann das, was jetzt noch aktuell zu sehen ist, oder? Ja. Genau. Makes. Warte mal, können wir noch Sense? Nee, Entschuldigung, falsch. Wo ist denn der Zoom-Knopf? Ja, genau. Da, Zoom. Ja, da ist viel übergeblieben. Ja, geht so. Ja, natürlich. Alter, also ich habe gerade das WTF-Face aufgesetzt. Was zur Hölle? Alter. Mitten im Treibsand, wir haben Zeit. Ey, weißt du, vor allem Link steht dann da auch und guckt sich erstmal um, damit Pfeil dann rauskommt und sagt, Gebieter. Ja, Ach so, okay. Ah. Das kannst du ja vorlesen. Das ist ja sogar mal wirklich hilfreich. An dieser Stelle verlief einst eine Straße, die nun durch den Treibsand verdeckt wird. Es scheint, als könntest du hier laufen, ohne zu versinken. Ich empfehle dir, Signallichter auf der Karte zu setzen, um den Weg zu markieren. Ich empfehle, mehrere Signallichter zu setzen. Boah, 5 Stück, Wahnsinn. Für gewöhnlich weiß man ja, dass eine Linie aus maximal 2 Punkten bestehen muss. Aber auch mindestens. Ja, es gibt genau. Wenig Geraden, die aus einem Punkt bestehen. Das ist ja, das ist irgendwie. Hat er wieder gesehen. Ja. Auch nie ab. Wildes Hin- und Hergefuchtel mit dem Kescher. Funktioniert auch. So, als Speedrunner kannst du das natürlich ohne die Signallichter einfach wild drauf losrennen. Also jetzt ist nur die Frage, wie geht's jetzt hier weiter? Ich glaube, die Karte kommt. Ja, wir müssen wahrscheinlich hier runter. Und wieder einmal seht ihr voller Spannung den Käferflug. Was genau würde diese Vögel eigentlich triggern? Also warum schaffen wir uns angreifen? Ja, ja, aber wann meine ich? Warum? Ach, keine Ahnung, aber wollen wir das wirklich herausfinden? Ja. Wir können das gerne mal beim nächsten Mal. Yeah. Nee, ich meine ja nur, weil du die immer so, die sind so ganz unschuldig, weißt du? Ja, die sind total harmlos. Nicht. Komm schon, 20. War, fuck it. 20 Rubine. Da wird noch knapp mit den 100, die wir noch sammeln können. Ja. Ah, ja. Ja. Gut, ja. Das schon mal schwer nach. Ich erinnere mich. Dann zroff mal eine Bombe. Nur, ich setz sie einfach da. Okay, gleich auf. Peng. Wir so. A what? Das wird halt nicht. Ja doch. Haha. Jo. Geil, oder? Du! Voll gehackt hier. Du Cheater. Cheater an die Wand. Wahrscheinlich hätte man es auch einfach deutlich einfacher machen können, indem man von hier einfach geworfen hätte, aber da wäre viel zu Mainstream gewesen. Natürlich. Wir können ja gar nicht leicht. Ja, genau. Wie ist denn das jetzt hier überhaupt? Das geht mir schon wieder schon auf uns, okay? Links und immer geradeaus. So. Immer geradeaus. Rennt sich weiter. Okay. Oh.
Ja, wir sollten auf jeden Fall nachher nochmal in den Wolkenhort, weil so langsam und so. Ja, vorm Tempel einmal kurz vorbeifliegen. Dann. What? Ach, das war unauffällig, ja, war jetzt schon schwer zu sehen. Nein! Gras. Nein! Geh nicht! Du hast sie auch in den Tod gestürzt. Selbst die Inanimate Objects stürzen sich hier vor uns in den Tod. Alle wollen sie flüchten, bevor sie unserer Sammlung gelangen. Warte mal, wir da links drauf. Was ist denn hier überhaupt? Da gehen wir mal rein, ne? Sackgasse kann so schlimm nicht sein. Ja. Geht auf jeden Fall nicht weiter, ist schon mal gut. Oh je. Kampfarena. Vor allem, hey. Das hat echt so ein bisschen was, muss ich jetzt mal gerade sagen. Hast du zufällig Pokémon Kolosseum gezockt? Ja. Ja, ne, so von dem... Von nee, dem Pokémon Stadium, Entschuldigung. Warte mal, welches war für den N64? Ja. Stadium. Ja, ich habe Kolosseum gezockt. Kolosseum war für? Für GameCube. Ah, okay. Und da war es nämlich, da ist erinnert so ein bisschen an diese, an so einen Boss, also an so ein Tournament. Also ein Tournament-Arena, die auch so komplett so vergittert war und alles und du halt natürlich mit vernünftigem Boden und so. Da komm, ja, zeig dich. Ja, toll. Weißt du, hier ist jetzt wieder so ein Sand. Ah, gut. Schönes Ding, schönes Ding. Warte, sicher. Sitzt. Boom. Aber ich glaube, ja, ich hab's fast gedacht, dass wir hier müssen gehen. Echt? Wir müssen in die Mitte des Raumes? Das ist ja unfassbar. Das schon, passiert schon eher selten, ne? Weil, welche Überraschung. Was? Da ist noch was? Ich hab nicht ganz leer. Voll geil. Boah, jetzt so eine Gravity Gun, ne? So. Zing! Da erinnere ich mich jetzt gerade voll dran, so aus. Ich glaube, war das irgendwie Folge 13, 14. Was? Fuck. Du so erste Mal mit der Gravity Gun so rumgespielt hast, und runter von der Klippe. Ja. Läuft. So. Ach ja, halt. Ach ja. Nur ein Netz. Fang mal an. Autsch. Gut, lassen wir jetzt erstmal hier stehen. Und direkt drauf. Ja, ist schon ein bisschen gemein. So langsam hat das wieder raus hier. Wow, meine Güte. Ernsthaft. Unfassbar. Da ist die Truhe wahrscheinlich mehr wert gewesen. Aber, aber die Truhe teurer als er da drin ist. Oh. Ey. Ey. Mein Gott, ey, diese Gegner, die hier mit so einem, weißt du, mit so einer Insektenfalle durch die Gegend rennen. Ja, vor allem die zu blöd. Oh Mann, ey, KI vom Allergemeinsten. Nein! Nein! Meine Güte, Captain Obvious, was ist eigentlich los mit dir? Ja, das ist jetzt ein bisschen lustig. Ja, genau, jetzt da rein kloppen. Was übrigens mit ganz, ganz viel Glück mit dem Käfer. Also quasi. Abwerfen, belasten und rein. Ich weiß auch nicht, wie er es gemacht hat, aber es war okay, der. Okay, ah, okay, das hat er. Ach so, das ist gut. Ja, ja. Das ist einfach so. Du siehst verdächtig aus. Fass den Mechanismus bloß nicht an und nicht hinten einstecken.
Nicht reinstecken. Ist auch zu eng. Nee, ist zu eng. Lass halt lieber, ist zu eng. Ja, was soll man da wohl grummeln? Ja, ich weiß. Sing! Ja, und jetzt ist das Schwert abgebrochen, weißt du, so. Numero uno. Ja, genau, und das nehme ich jetzt ein bisschen. Natürlich ein bisschen anstrengend, weil wir müssen das jetzt halt. Ja. Dreimal, ne? Was machst du da? Mit der richtigen Kombination alleine kommst du dort nicht rein. Ah, okay, wir brauchen mehr als eine richtige Kombination. Ja. Die Kombination weiß ich gerade ehrlich gesagt nicht mehr. Auch. Das ist auch nicht schlimm. Weil die können auch nichts mehr, die liegen jetzt leider nur da rum, so ja, voll im Arsch. Sind halt, wie du schon richtig erkannt hast, das waren halt diese Urzeitkrebse. So ja. Jetzt, das war halt, ja. Das hat Urzeitkrebse mal so waren. Und solche kleinen Küsse. Ja. Ja, ist schon anstrengend, so fast zu halten. Das rollt jetzt ja an die Wand. Ganz entspannt das, bis zur Aussicht gewesen. Gut. Yeah. Ja. Wo wir nur 10 aufnehmen können. Ja. Ja, ja. Ja, vor allem, das ist das erste Mal, dass wir Bomben so gefunden haben und nicht irgendwie eingesammelt haben oder sowas. Und jetzt. Brauchen wir wirklich. Ja, noch mehr Bomben, bitte. Könnten wir noch ein wenig größere Sachen bekommen. Ja, tja, ja, tja, tja. Wie ist das halt? Ja, genau. So, da vorne ist übrigens ein Vogel. Jawoll! Safe. Jawoll. Was ist da? Auch safe. Da vorne ist ein Vogel, den können wir ja gleich mal. Und zwei Elektro-Quappos. Was ist denn jetzt? Das ist ein normaler Vogel. Normaler Schmetterling. Ich wollte abchecken. Geht das eigentlich? Nee, ne? Also was? Den Schmetterling kannst du... Achso, nee. Aber ich wollte wissen, was für ein... Putz! Zieh das tot! Der Greifkäfer hat einen Schmetterling gefangen. Dem Schmetterling fehlen zwei Flügel. Das ist dieses... Ah, there he is. So, du wolltest ja wissen, was das Vieh so macht. Oh. What's it gonna do? Was war das? So ein Wannabe-Pelikan oder was? Jo. Geil. War schon hochaggressiv. Das ist schon ein bisschen eklig, ne? Vor allem produziert die das irgendwie nach, wenn es jetzt den einen fallen lässt? Mal gucken. Aber weißt Bescheid, ne? Warte. Naja, aber besonders aggressiv sind sie jetzt gerade nicht. Aber nervig. Ja, das stimmt. Aber immerhin, es produziert keine Nase. Was ist das denn? Weinsteine? What? Seriously, Alter? Hallo? Kann das Vieh mal sterben jetzt bitte? Da müsst ihr doch wieder zu schweren Geschützen greifen, ne? Wahnsinn. Boah, epic. Boah. Boah, guck dir an, ey. Ja, das diese schöne Wüstenlandschaft. Mal sehen, wer schneller ist. Seriously. Und was ist mit dem Vogel? Lebt der Vogel? Alter. Mega lacker, ehrlich. Ja, mit dem verbesserten Käfer hätten wir das sogar packen können. Arsch. Vieh. So. Damit das schon mal geklärt ist.
Auf Lacker und Cheater stehen wir nicht. So ist es. Frage ist, ne, so kommen wir da garantiert nicht hin. Herzlich willkommen beim Flugsimulator 2014. Genau. Beim Insektenflugsimulator. Ja. Ich frage mich, ob das bei anderen Let's Plays auch so krass wäre. Ne? Aber manchmal, vielleicht kriegen wir die beide gleichzeitig hier. Vom Klischee her. Nein, so natürlich nicht. Jawohl, so haben wir gar keinen bekommen. Ach ja, schwimm doch weg. Alter. Fühl dich doch bedroht und flieh. Jo. Mit Effort. Großes Kino. Ach ja. So, warte mal, was ist denn hier? Ist hier irgendwas? Nein, lass mich nicht. Das will ich nicht. So, warte mal. Der war, ne? Meinst du? Jan mal fangen? Nein! Jawohl. Das ist ja wohl die leichteste Übung. Psst. Machen wir. Wieder eine kleine Höhle gefunden. Wir sollten definitiv einen Wolken haben. Ja, 900, da kann man schon ordentlich was für mitnehmen. So, ein gelbes Slime hat dich gefallen. Alter! Alter! Also in diesem Slime-Mock ist nicht da. Nee. Da ist nichts zu spaßen, du. Das Slime-Hoch und Donnerwelle, das ist eine gefährliche Kombination. Komm hier, ey. Pack ich. Hey! Ey, boah! Voll das Monstervieh. Fast, hasso! Oh, war toll, ey. Ja, ein bisschen kurz. Ja, ein bisschen. That's what she said! Vor allem der war. Arsch, ey. Ja. Da schlägt er erstmal auf die Tour. Ja, scheiß Tour. Geh auf, scheiß Teil. So, am besten jetzt Sonne. Immerhin, da kann ich auch sehr erholen. Denn das war's, glaube ich. Das war das vierte. Ja, so ist es. Jawoll, ja. Ding. Das Leben. Klappen. Yay. 10, 3, 6, 9. Nee, ich würde sagen, kann ich nicht. Gut, dann würde ich sagen, machen wir hier an der Stelle mal wieder Schluss. Laden nur in Ruhe die Bomben auf. Genau. Und dann würden wir uns verabschieden. Genau. Danke fürs Zusehen. Macht's gut. Jo. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Genau, schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es wieder heißt hier Nerdy Play Skyward Sword. Bis dahin. Ciao. Ciao.